Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe KiCad-Freunde, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man Spice-Modelle erzeugt. Ich bin in einem Kommentar gefragt worden, ob ich mal sowas mit Spice machen könnte, also hier mit diesem Spice-Simulationswerkzeug. Jetzt finde ich es gar nicht vor Schreck. Hier oben hier im Simulator, also diesen Spice-Simulator. Und das Problem ist folgendes, man muss also für Bauelemente, die man jetzt hier verwenden möchte, erst einmal ein Spice-Modell erzeugen. Und das Problem ist, diese Spice-Modelle sind also Libraries oder Datendateien. Ich wechsle mal hier in das Verzeichnis rein. Das sieht also so aus. Ich öffne das mal mit der Textbearbeitung und dann sehen wir hier also dieses Spice-Modell. Das ist jetzt mal hier von so einem BC547. So, und wir sehen hier, das ist also eine ziemlich, nicht so unbedingt selbsterklärende Beschreibung, elektronische Simulationsbeschreibung dieses Transistors hier, in dem Fall dieses NPN-Transistors. Und wir haben also jetzt hier das Problem, wie wir sowas erstellen. Das kann ich also nur aus dem. Ich muss also wissen, was jetzt hier diese Abkürzungen bedeuten. Und dann muss ich natürlich auch passend aus dem Datenblatt mir diese ganzen Informationen hier rauslesen. Also IKF 0,063 und so weiter und so weiter. Das Problem ist, ich muss also erstmal hier diese ganzen Abkürzungen wissen und die dann entsprechend eintragen, um das dann entsprechend eintragen zu können. So, ich habe jetzt mal eine Lösung gewählt. Allerdings einfach eine Lösung, die, sage ich mal, etwas unkonservativ ist. Ich habe hier ChatGPT bemüht und habe mir das einfach erstellen lassen. Das Problem ist, dass dieses Modell, dieses Spice-Modell, oder anders gesagt, ich keine Sicherheit habe, ob dieses Spice-Modell jetzt so richtig ist, wie es mir ChatGPT erstellt. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ich müsste jetzt wirklich, da ich es auch selber noch nie gemacht habe, solche Spice-Modelle zu erzeugen, müsste ich jetzt eben hergehen und mir erst einmal die ganzen Daten und die ganzen, mich überhaupt erst einmal in diese Simulationssprache einarbeiten. Ich mache es aber jetzt trotzdem einmal. Ich möchte euch zeigen, wie man es hier mit ChatGPT machen kann. Einfach aus dem Grund, weil das meiner Ansicht nach jetzt erst einmal der schnellere Weg ist. Und dann kann ich eben hier mit Start Now sagen, schreibe mir ein KiCad Spice Modell für den Transistor BC547 und dann schmeißt er mir das jetzt hier raus und wir sehen jetzt hier, dass das also dieses Modell ist. Code kopieren. Ich wechsle jetzt noch mal hier in den Ordner hinein. Mache das hier noch mal groß. Und da sehen wir nämlich schon das erste Problem. Ich mache mir mal eine Leerzeile dazwischen. Ich kopiere, schmeiße das jetzt hier mal rein. Wir sehen jetzt hier, das ist jetzt also von ChatGPT das Spice-Modell dazu. Hier sind also recht wenige Daten dazu geschrieben. Ihr müsst wissen, so ein Spice-Modell, wie es hier angelegt ist, je mehr Informationen ich drin habe, umso reeller wird meine Simulation. Dann können wir jetzt hier mal noch dazu auf Perplexity gehen. Die kann ich mir ebenfalls mal öffnen. Und hier stelle ich mal einfach mit Copy und Paste die gleiche Frage. Mach mal noch und mach einfach mal ein Enter. Und wir sehen, dass jetzt hier zum Beispiel Perplexity doch deutlich
auskunftsfreudiger ist, was jetzt hier dieses Modell betrifft. Mache hier wieder ein Kopieren. Gehe jetzt mal hier wieder rein. Wir sehen also, ich kopiere es mal hier drunter, Steuerung V. So, dann sehen wir jetzt also hier mal diese Modelle, die also deutlich abweichend sind. Hier oben den ersten, die erste Zeile oder das erste Lib habe ich entsprechend durch eine Eingabe gemacht, auch bei Perplexity. Das war die erste Eingabe, die habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht. Wir haben dann hier gesehen den ChatGPT-Eintrag und wir haben dann jetzt hier nochmal das Library-Modell als Spice-Modell von Perplexity nochmal in einer weiteren Form, so wie ich es heute eingegeben habe. Ob man sich jetzt darauf verlassen kann, weiß ich eben nicht. Wie gesagt, ich müsste mich jetzt erst einmal in diese ganze Spice-Simulationssprache einarbeiten, um überhaupt jetzt mal zu wissen, was bedeutet jetzt hier var ist gleich 16. Also gut, diese Werte hier, die Zahlenwerte, das ist mir schon klar, die sind eben aus dem Datenblatt. Das könnte man sich jetzt aus dem Datenblatt raussuchen. Aber was ist eben, was für was steht jetzt IKR? Das ist das große Problem. Wie gesagt, alternativ kann man sich's über ChatGPT aussuchen lassen oder über Perplexity. Das können wir noch mal für was anderes machen. Wir haben ja noch, nehmen wir mal hier R5, nehmen wir mal so 1 Kiloohm. Können wir noch mal hier bei Perplexity eingeben. So, was ich festgestellt habe, ich habe das auch ein bisschen mit ChatGPT und so weiter ausprobiert. Perplexity scheint hier irgendwie beim Erstellen von diesen Libs doch ein bisschen besser zu funktionieren und mir hier eigentlich etwas bessere Werte rauszugeben. Ich kopiere mir das mal. Dann gehe ich nochmal hier in den Ordner rein. Ich hatte das ja hier für den 1 Kiloohm Widerstand. Und dann können wir hier nochmal reingehen. Und da sehen wir jetzt, das ist jetzt zweimal Perplexity, einmal hier oben als 250 Milliwatt, hier den 1 Ohm Kilo Widerstand, Toleranz 5% der Reihe E24. Dann haben wir das hier drin reingegeben. Hier oben sehen wir jetzt in dem Modell noch die 250 Milliwatt. Da ist hier also noch der Leistungswert mit angegeben. Und da müsste man sich jetzt mal wirklich reinlesen, ob diese Werte jetzt oder diese Spice-Modellwerte eben passen. Wie gesagt, das ist mein großes Problem, was ich habe. Ich wollte es euch aber dennoch mal zeigen. Man kann sich zumindest, wenn man ungefähr weiß, was man tut, relativ schnell so ein Spice-Modell mal hier über diese ChatGPT, über die KIs erstellen lassen. Wie gesagt, ob es denn dann am Ende richtig ist, ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt die Hand ins Feuer legen. Ist halt eine Frage. Es kommt auch darauf an, wie man hier die Fragen einstellt oder wie man die Fragen eingibt. Wir können es ja nochmal probieren. Steuerung C, gehen wir nochmal auf ChatGPT, wie es da aussieht. Was da uns die ganze Geschichte rausschmeißt. Ja, da sehen wir jetzt hier also einen deutlichen Unterschied, wie das hier von den einzelnen KIs gehandhabt wird. Ja, mehr kann ich jetzt erstmal dazu nicht sagen. Man findet auch im Internet nicht viel dazu, wie dieser Simulator hier richtig betrieben wird. Schon alleine eben aus dem Grund heraus, dass man sich erst einmal auf das ganze Spice-Simulationsmodell einfügen müsste. Ansonsten ist es dann ganz einfach. Wenn ich jetzt diese Daten habe, kann ich die jetzt hier in so eine
lib reinspeichern. Also ich muss dann eine Textdatei öffnen und nenne die .lib. Da habe ich dann dieses Modell eben drin. Und kann jetzt eben hergehen und sage dann hier über Rechtsklick Eigenschaften oder die Taste E kann ich dann sagen Simulationsmodell. Ich muss dann den Pfad angeben, wo das ganze Ding liegt. In dem Fall hier gleich bei mir im Projektordner sage, dann öffnen. Und dann habe ich hier eben das Modell drin, BC547. Und hier sind dann diese ganzen Codes drin, die hier eben hinterlegt sind. Ich kann es auch manuell eingeben. Also ich könnte jetzt hier ein integriertes Speismodell geben. Es sind also welche hier schon verschiedene hinterlegt, aber eben die große Frage, ob es die richtigen sind. Hier sind generische drin. Das wäre jetzt also, das sind generische Speismodelle. Und hier ist das ein richtiges erstelltes. Und ich könnte natürlich jetzt hier schon noch verschiedene weitere Werte hinzugeben, um mein Simulationsmodell zu verbessern. Ja, also hier sehen wir das mal. Hier sind schon die Werte von dem Modell eingetragen, aber ich könnte hier eben noch deutlich mehr Werte eintragen und befüllen. Die werden automatisch eingelesen. Ich kann jetzt sagen, okay, und dann ist das in dem Simulations, also zumindest für dieses Bauelement übernommen. Das müsste ich jetzt eben für alle anderen mit den entsprechenden Modellen dann weiter über arbeiten, bis ich meine gesamten Bauteile hier drin habe in meiner Schaltung und könnte dann mit der Simulation beginnen. Ich werde mich mal noch mit dem Thema Spice hier ein bisschen weiter beschäftigen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir das mal hinkriegen, dass wir hier irgendwas simulieren. Bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal zu dem Thema Spice Simulator etwas weiterhelfen, wie man zumindest sich behelfen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt diese Spice Simulationssoftware oder dieses Spice Programmiersprache dort oder Simulationsbeschreibungssprache drauf hat, dass man sich zumindest mit den KIs etwas weiterhelfen kann. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.